Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Wir widmen uns heute nochmal der alten Karte aus Staffel 1 und zwar nicht nur mit bewegten Bildern oder dergleichen, sondern tatsächlich nochmal mit einer Bastelzeitraffer. Und das wird auch nicht die letzte Bastelzeitraffer von dieser Karte bleiben, also da kommt noch ein bisschen was. Heute geht's mal um den Golfplatz, der verdammte Golfplatz. Wie oft ich den schon erwähnt habe, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe das glaube ich schon tausendmal angekündigt, gefühlt zumindest, dass da nochmal eine Bastelfolge kommen wird und heute ist es endlich soweit. Über ein Jahr, nachdem ich begonnen habe, hier dran rumzuschrauben, kommt die Zeitrafferfolge. Man möchte es kaum glauben. Es ist tatsächlich so, dass am 20. März 2020 hier die ersten Sequenzen entstanden sind. Und seitdem gammelt das Zeug hier auf der Festplatte rum. Ich wollte das halt eigentlich noch alles wesentlich detaillierter fertig bauen. Aber am Schluss ist es doch einfach nur bei einer Kulisse geblieben und ich denke mal, aber es ist gut genug, um das nochmal hier ein bisschen zu beleuchten. Und das werden wir natürlich im Anschluss dann auch noch tun, in Form von bewegten Bildern hier rund um diese ganze Gegend hier, die jetzt zu einem Golfplatz umgeformt wird. Das wird auch nicht die letzte Zeitraffer sein, also ich habe das alles jetzt nochmal in Ruhe alles ein bisschen durchsortiert, die ganzen Zeitrafferaufnahmen aus der alten, von der alten Karte. Und habe da schon gemerkt, dass da noch einiges an Material schlummert, was ich euch auf keinen Fall vorenthalten möchte. Bisschen was habe ich auch weggeworfen, die Sachen, die irgendwie schon tausendmal zu sehen waren oder irgendwie doch eher belanglos sind. Aber da wird noch einiges kommen. Also könnt ihr euch noch gefasst machen auf, ich weiß nicht, mal mindestens noch 15 weitere Folgen. So im Laufe der Zeit, immer wieder mit eingestreut. Fokus wird natürlich die neue Karte bleiben. Aber ganz durch bin ich mit der Geschichte hier noch nicht. So, das dazu, während ich hier so vor mich hin quassel, entsteht hier schon ein bisschen was. Ihr seht schon, Straßennetz, Infrastruktur und das ist jetzt mal so die Grundform des Golfplatzes. Ist auch durchaus ein bisschen größer geworden. Dann habe ich hier so ein bisschen zentraler auf diesem ganzen Gelände schon so eine kleine Ebene eingerichtet, wo jetzt einfach so ein bisschen der Golfclub, das Clubgebäude, Parkmöglichkeiten und all so ein Kram noch dazukommen. Ich bin da nicht zu sehr ins Detail gegangen. Und Golfplatz ist auch einfach nicht mein Thema, also da werdet ihr sicherlich einiges zu kritisieren haben. Ich habe einfach mal komplett freie Schnauze drauf losgebaut. Ich hätte mir natürlich an der Stelle nochmal irgendwie ein reales Vorbild zur Hand nehmen können, aber hatte ich dann zu dem Zeitpunkt auch einfach keine Lust drauf. So, also Golf-Club, Vereinsheim, wie auch immer ist entstanden. Hier kommt jetzt ein kleiner Parkplatz hin, den füllen wir schnell auf mit ein paar Fahrzeugen, pinseln das Ganze noch ein bisschen an. Dann ist da noch so ein terrassenförmiges Gebilde mit entstanden. Dann ziehen wir uns hier noch ein paar Fußwege durch dieses ganze Areal. Und unterteilen das alles so ein bisschen. Ja, wie gesagt, also es gibt kein reales Vorbild und ich habe wirklich keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt in meinem Leben schon mal auf dem Golfplatz war. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ist irgendwie überhaupt nicht mein Ding. Deswegen einfach frei Schnauze und aus dem Kopf drauf losgebastelt. Bisschen was mit den Texturen natürlich veranstaltet, also ich habe hier dann erstmal sozusagen Rasen gemäht, habe hier die ganz kurzen Grastexturen von dem gemähten Gras aufgepinselt. Und in der Zwischenzeit kamen ja auch nochmal einige Texturen neu dazu in Form von Mods und auch diese ganzen neuen Vegetationen, die noch dazu kamen, die hatte ich halt zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht. So, wir ziehen noch eine Mauer außenrum um das ganze Areal und dann fangen wir an mit ein bisschen Terraforming weiterzumachen hier. So ein paar Gewässer werden dazukommen. Das ist, glaube ich, relativ üblich auf größeren Golfplätzen. Ich habe hier auch mal verschiedene Wassertexturen verwendet, einfach ein bisschen Abwechslung reingebracht in die ganze Geschichte. Dann hier auch Sandtexturen aufgepinselt, das nennt man ja, glaube ich, Bunker, wenn mich nicht alles täuscht. Könnt mich gerne korrigieren. So. Also, hinsichtlich Realismus ist da sicherlich noch Luft nach oben, sage ich mal. Aber wenn wir uns gleich das Gesamtbild dann ansehen, glaube ich, kann man schon erkennen, hoffe ich doch zumindest, dass es ein Golfplatz sein soll.
Ja, zumindest wenn man weiß, was es sein soll. Dann geht's vielleicht. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Am Ende war das alles nur Kulissenbau. Bisschen Vegetation kommt natürlich noch dazu. Einiges an Bäumen aufgepinselt. Naja, und ich glaube, hier kann man schon ganz gut erkennen. So, das Gesamtbild, würde ich mal sagen, ist schon okay. Schulnote 3 vielleicht würde ich mir selber geben, wenn überhaupt. Aber ich denke, man kann schon erkennen, was es darstellen soll. Na schön. Dann haben wir hier nochmal kurze Übersicht über das Ganze. Da ist auch hinsichtlich Landschaftsgestaltung auch noch einiges passiert, wo ich auch noch eine Zeitreffer habe. Ich habe da noch so einen Fluss praktisch quer durch die Karte selber eingezogen, raufgepinselt. Mal schauen, ob sich das noch lohnt, das nochmal als Zeitraffer zu bringen. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Hier habe ich dann einen Besuchermagneten platziert, also diesen Fußweg dorthin gezogen, weil ich einfach wollte, dass hier ein paar Leute über dieses ganze Gelände drüber laufen. Und dann habe ich das Ganze wieder verschwinden lassen. Einfach überpinselt. Wenn ihr Shift haltet, könnt ihr diese Fußwege einfach übermalen. Und wenn dann halt jemand entlangläuft, dann sieht das halt ebenso aus, als würde er tatsächlich hier querfeldein über die Wiese spazieren. Den Effekt wollte ich haben. Und das wollte ich auch noch ein bisschen weiter ausbauen, aber dazu ist es dann auch irgendwie nicht mehr gekommen. Deswegen, wie gesagt, das ist einfach nur eine Kulisse. Großflächig die Landschaft gefüllt. Bisschen ins Detail gehen wir trotzdem abschließend noch. Spendieren dem kleinen Parkplatz hier ein bisschen Beleuchtung. Schmeißen noch ein paar Personen dazu, die sich hier auf eine Runde Golf verabredet haben. Was ich mir für die neue Karte übrigens nebenbei bemerkt überlegt habe, ist ein Minigolfplatz. Mal schauen, ob sich das irgendwie umsetzen lässt. Ich glaube, das macht auch wesentlich mehr Spaß. So, das ist vielleicht noch ein ganz nettes Detail. Das gibt ja diese Golfkarts, mit denen die Leute da hier über den Golfplatz fahren. Das sind diese, naja, wie nennt man die Dinger? Die sind halt, gehören eigentlich zum Flughafen dazu, ne? Diese Gepäckkarren. Und die gehen aber auch ganz gut als Golfkarts durch, würde ich mal sagen. Also zumindest noch ein nettes, kleines, halbwegs realistisches Detail. So, das soll es aber auch schon gewesen sein. Bisschen Grünzeug noch dazu und... Ach ja, der Bär, keine Ahnung. Frag mich nicht. Ist auch egal. So, Golfplatz fertig, dann schauen wir uns ein paar bewegte Bilder an. Also, ich habe einfach geschaut, das Ganze nochmal aus verschiedenen Perspektiven so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Wir werden uns allerdings nicht allzu lange damit aufhalten, weil so wahnsinnig viel hat der Golfplatz ja nicht zu bieten. Und anschließend werden wir einfach noch schauen, dass wir nochmal ein bisschen an die Bahngleise dran gehen und nochmal ein paar Züge unter die Lupe nehmen und dergleichen mehr. Alles im Wesentlichen rund um diesen Golfplatz herum, also so im Umkreis von ein paar Kilometern. Gefilmt. So. Klassische Vogelperspektive. Ich habe mich hier nochmal an die Kollegen Vögel dran gehängt. Ich glaube, es sollen Gänse sein. Und was natürlich hier auch nochmal schön zur Geltung kommt, ist einfach die NEP-Mod. Wäre nur halb so schön, wenn man da hinten die ganzen Berge nicht sehen würde und die Weitsicht nicht hätte. Ach, und die Bahnlinie, die hier vorbeiläuft. Nee, Quatsch, die hatten wir ja neulich erst bei der Mitfahrt. Aber es kam jetzt auch des Öfteren in den Kommentaren, dass noch eine Mitfahrt fehlt zwischen Friedrichsburg und Königsburg. Und das stimmt natürlich vollkommen. Das habe ich wirklich total übersehen. Also das werden wir dann direkt in der nächsten Folge von der Staffel 1 Karte machen. Da ist ja nochmal so eine Regionallinie entstanden. Und die fehlt tatsächlich noch. Also habe ich wirklich komplett übersehen. Einfach nur gebaut das Ding und ein bisschen gefilmt und aber nie eine Mitfahrt veranstaltet. Also mea culpa. Wird noch nachgeholt. Okay. Lass mal den Blick hier nochmal so ein bisschen schweifen. Und dann werden wir uns nochmal der Schiene widmen. Das ist auch das, was ich angesprochen habe. Hier mit dem Besuchermagneten. Hier sieht man es wenigstens einmal, dass hier jemand einfach
mitten über die Wiese läuft. Zumindest wirkt es so. Und das ist natürlich an sich schon ein ganz cooles Stilmittel. Damit werde ich sicherlich auf der neuen Karte auch nochmal ein bisschen rumspielen. Abseits der Wege sozusagen. Hier nochmal so dieses Zentrum, so nenne ich es mal. Der Golfclub. Mit ein bisschen Gastronomie und so weiter. Ja. Ich glaube, das kann man im Großen und Ganzen schon durchwinken. Na schön, dann haben wir hier nochmal eine etwas größere Perspektive mit den umliegenden Ortschaften. Viel Landwirtschaft auch in diesem ganzen Bauabschnitt. Naja, und dann gehen wir eben nochmal dran an die Bahngleise und fangen da nochmal ein paar Perspektiven ein. Das ist ein Umleiter-Intercity, der hier Richtung Friedrichsburg fährt. Ganz klassische Kombination. Und dann sind wir hier irgendwo... Ja, mir sind halt die Ortschaften auch mal wieder entfallen. Stoltenhagen ist auf jeden Fall ein Bahnhof, der sich hier befindet. Und das ist eben genau diese Strecke, von der es noch keine Mitfahrt gab. Grünetal, habt ihr gerade gesehen, auf dem Zugzielanzeiger befindet sich hier. Also der Sache werden wir uns auch nochmal widmen. Eine schöne 141 dürfte das hier gerade sein, die einfährt mit einem Kamelzug im Schlepptau. Die Nau im Hintergrund. Schöne rustikale 141. Schöne Reiterstellwerk von Mario Tator. Und das ist tatsächlich reiner Zufall gewesen. Also das habe ich jetzt nicht irgendwie künstlich herbeigeführt. Naja, wisst ihr, keine Folge ohne Railjet. Hier sogar in Doppeltraktion. Ist wirklich reiner Zufall gewesen. An der Stelle müsst ihr mir glauben. Ah, nett anzusehen. Das extra lange Gespann. Dann nochmal ein bisschen Szenenwechsel im Hintergrund. Seht ihr so ein bisschen den Golfplatz noch. Schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Hat auch eine nette Form bekommen, diese Ortschaft, finde ich, hier auf Höhe des Campingplatzes. Dann hat sich hier gerade zufällig so ein kleines Wettrennen ergeben. Mini-Güterzug gegen Loküberstellungsfahrt. Ja, ist immer wieder nett zu filmen. Weil durch den ganzen Zugverkehr ist halt auch echt eine ganze Menge Dynamik einfach drin in der Geschichte. Es passieren, also die Szenen ergeben sich einfach jedes Mal anders. Wenn ich irgendwo mehr oder minder random mit der Kamera hingehe, passieren immer irgendwelche interessanten Dinge, die man beobachten kann. ÖBB Intercity unterwegs. Und im Hintergrund hat man auch gerade einen Güterzug auf dem Ausweichgleis gesehen, der sich gerade wieder in Bewegung setzt. Mit einer, ich glaube, das ist die Gravita. Und das müssten Kalkkübelwagen sein, habe ich gelernt, wenn mich nicht alles täuscht. Der ist unterwegs nach Friedrichsburg zum Güterbahnhof. Auch ein sehr schönes Paket, also nett anzusehen, diese Wagen. Ganz da im Hintergrund die Schattenbergbahn, die verläuft dort irgendwo. In den Bergen, wenn man es überhaupt Berge nennen kann. Also da haben wir natürlich auf der neuen Karte schon ein bisschen was anderes am Start. Hier unten im unteren Bildabschnitt, schön zu sehen, kleine Szenerie, da wird... Das ist ein Umzug,
mit Umzugs-LKW wird gerade entladen. Möbel und irgendwelche Kisten. Hier wird ein Päckchen angeliefert von DHL. Viele ganz kleine Szenerien, die ich längst schon wieder alle vergessen habe. Die Karte ist einfach voll davon. Und wahrscheinlich habe ich auch noch längst nicht alles gezeigt in den Videos. So, keine Ahnung, wo wir uns gerade befinden. Also die Ortsnamen wirklich tun mir schwer damit, weil ich so viele Ortschaften, Dörfer, kleine Städtchen gebaut habe. Sicherlich auch ein paar zu viel. Der Metronom, den wollen wir auch nochmal kurz aufs Korn nehmen. Oder in den Fokus. Aufs Korn nehmen ist, glaube ich, was anderes. Wurde sich ja für die neue Karte auch schon das ein oder andere Mal gewünscht. Werden wir sicherlich auch noch irgendwann fahren lassen. Ist halt für ein alpines Szenario Süddeutschland oder Österreich oder was auch immer jetzt nicht ganz so realistisch. Wobei man sagen muss, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber es kam ja auch in den Kommentaren. Der hat tatsächlich mal in Bayern ausgeholfen. Ich glaube, auf der Meridianlinie, also zwischen München und Rosenheim, war der mal zu sehen für ein paar Wochen, glaube ich. Das war allerdings auch schon eine ganze Ecke her. Um die 8 Jahre oder so. Aber kann man machen, also ist nicht komplett aus der Luft gegriffen. Und schön anzusehen ist er, muss man sagen. Also einfach auch ein toll umgesetztes Paket. Mit doch ziemlich viel Vielfalt drin, auch verschiedene Wagentypen. Und dann noch die passende Lok dazu. Das ist schon eine runde Geschichte. Also, Metronom-Fans bekommen hier nochmal ein paar Minuten spendiert. Dann bleiben wir noch einen Moment hier in der Ecke. Ich glaube, es ist die Ortschaft namens Irschenberg. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet bei den Bahnhofsschildern. Aber das ist auf jeden Fall hier dann praktisch der... Da zweigt dann die S-Bahn ab. Und da trennt sich dann Regionalverkehr und S-Bahnverkehr. Auch ganz schnucklig geworden, der Bahnhofsvorplatz. Hintergrund fährt der CityJet ein. Dann nehmen wir den nochmal kurz unter die Lupe. Begleiten ihn ein kleines Stück. Was der Karte natürlich noch wirklich gut tun würde, das ist diese ganze neue Vegetation von Mario Tator, die erschienen ist. Die ich auf der neuen Karte wirklich überall verwende mittlerweile. Und ich bin tatsächlich mittlerweile fast an dem Punkt angelangt, wo ich sage, also ich sollte zumindest, sagen wir mal, die Nautalbahn damit nochmal überarbeiten. Das würde die Sache wirklich deutlich aufwerten. Und die Nautalbahn möchte ich schon nochmal irgendwie so ein bisschen in den Fokus nehmen. Und das wäre schon, glaube ich, noch eine coole Maßnahme. Weil gerade so entlang der Bahndämme macht das halt schon echt den großen Unterschied aus. Und ich glaube, das wird noch kommen. Generell auch nochmal eine Mitfahrt über die Nautalbahn. Also erst überarbeiten das Ganze mit neuer Vegetation ausstatten. Das dann mal ein bisschen filmen, kleine Bastelzeitraffer dazu. Und dann nochmal eine Mitfahrt machen. Ist, glaube ich, kein so schlechter Plan. So, dann machen wir nochmal Ortswechsel. Wer einigermaßen auf der Karte orientiert ist, dürfte wissen, wo sich das ungefähr befindet. Ganz in der Nähe vom Flughafen. Also praktisch mehr oder minder in der Einflugschneise. Mit diesem
durchaus, wie ich finde, durchaus gelungenen Überwerfungsbauwerk. Für den Abzweig der S-Bahn. Das Ding ist echt nicht so schlecht geworden. Viel Beton verbaut. Ach, und weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Ich habe tatsächlich die ganzen Schienen jetzt nochmal überarbeitet. Da hatte ich ja das Problem mit dieser Mod, die aus dem Workshop entfernt wurde, wo dann die ganzen Oberleitungsmasten gefehlt haben. Und ich bin tatsächlich nochmal, ich glaube, dass ich alle erwischt habe. Ich bin nochmal die ganzen Gleise entlang gegangen und habe einfach die Schienen ausgetauscht. Kann sein, dass dann hier und da vielleicht die Geschwindigkeiten nicht mehr so zusammenpassen, wie sie eigentlich sollten, aber zumindest haben wir wieder überall Oberleitungsmasten stehen. Also das war mir nochmal wichtig, bevor ich hier nochmal weiter filme. Jetzt sind wir am Flughafen angekommen, Königsburg Flughafen, mit der dazugehörigen S-Bahn und der Regionalstation für den Flughafenexpress, der hier auch gerade einfährt in Form einer Hamsterbacke. Stets unter dem wachsamen Auge der Königsburger Polizei. Und ich finde es ein super schönes Detail, dass wir hier eine funktionale Brücke haben, wo die Leute tatsächlich drüber laufen. Solche Dinger feiere ich. Finde ich großartig. So, der Airport Express macht sich wieder auf den Weg Richtung Königsburg. Und da haben wir nochmal den ganzen Flughafen im Bild. Und mit ein bisschen Abstand betrachtet ist er gar nicht so schlecht geworden. Wenn auch natürlich unter realistischen Gesichtspunkten betrachtet viel zu klein. Gut, schauen wir dem nochmal beim Start zu. Er gewinnt schnell an Höhe. Und dann verabschieden wir uns hier nochmal vom Flughafen und werden nochmal ein bisschen woanders weiter filmen. Und zwar, das ist jetzt irgendwo zwischen Karlsberg und Friedrichsburg, wo ziemlich viele Gleise liegen, wo ich auch wirklich den gesamten Regionalverkehr, Fernverkehr und Güterverkehr getrennt habe. Also die fahren ziemlich, ja, eigentlich die ganze Zeit über eigene Trassen. Und dadurch ist hier natürlich auch immer ziemlich viel geboten. Hier haben wir auch die Weinbaugebiete nochmal schön im Bild. Tempo 200. Auch durchaus eine der detailreichsten Ecken hier, die ganze Geschichte. Weinbau würde ich natürlich heutzutage anders darstellen. Es gibt ja jetzt auch entsprechende Mods. Überarbeiten werde ich das sicherlich nicht nochmal. Das ist viel zu viel Arbeit. Wobei das jetzt auch nicht schlecht aussieht mit den Hecken. Und generell. Also hier ist schon viel passiert. Da habe ich lange rumgebastelt in der ganzen Ecke hier. Kann auch ungefähr im Bild Mitte links noch das Freibad erkennen. Das habe ich zum Beispiel auch noch gar nicht auf der neuen Karte. Also da fehlt halt einfach noch einiges. Aber schön anzusehen hier mit der Unterführung. Ja, das passt schon. So, hier sind wir, glaube ich, nochmal in Saalfeld. Auch nett, diese bisschen modernere Schallschutzwand, so röhrenartig. Und das fehlt halt auch einfach noch so ein bisschen auf der neuen Karte, die Geschwindigkeit einfach, dass die Züge auch mal Streckenabschnitte bekommen, wo sie wirklich Gas geben können. Das wird halt natürlich, das wird einfach noch eine Weile dauern. Lässt sich nicht ändern. Schnellfahrstrecke ist in Planung. Aber gut, Ding will Weile haben. So, dann haben wir hier nochmal Blick auf Karlsberg im Hintergrund. Die ganze Stadtkulisse. Da drüben der Güterbahnhof. Und hier nochmal
ein paar Szenen von der Nautalbahn. Also diesen Abschnitt gedenke ich tatsächlich nochmal mit den neuen Vegetationen ein bisschen aufzuwerten, ein kleines Facelift. Das sprengt dann den Rahmen nicht zu sehr. Das würde natürlich allen Streckenabschnitten gut tun. Vor allen Dingen auch dem nicht elektrifizierten Bereich. Aber hier werde ich es auf jeden Fall machen. Mal schauen, wie lange das dann dauert. Abhängig davon nehme ich mir vielleicht auch noch ein paar andere Bereiche vor. Aber das kann ich noch nicht versprechen. Aber die Nautalbahn bekommt auf jeden Fall nochmal einen Facelift. Da sehen wir sie nochmal, den Verlauf der Nau. Aber da werden wir jetzt nicht mehr so ins Detail gehen. Da gibt es einfach nochmal eine extra Folge. Mindestens eine. Wo wir uns diesen ganzen Abschnitt hier nochmal schön zu Gemüte führen können. Mit all den Bahnhöfen, die dort entstanden sind. So, dann kommen wir auch schon dem Ende entgegen. Und den Rauschmeißer sozusagen machen heute die deutschen U-Boote. Wer das nicht weiß, das ist in der Mod-Werkstatt erschienen. Modwerkstatt.com, da müsst ihr nachsehen. Da gibt es tatsächlich dieses U-Boot-Paket mit drei verschiedenen Ausführungen aus verschiedenen Epochen. Hat die Mod-Werkstatt U-Boote auf die, nicht die Strecke, sondern aufs Wasser gebracht. Könnt ihr ganz normal hier auf eine Schiffslinie setzen und die U-Boote hin und her fahren lassen. Ziemlich coole Geschichte. Und damit seid ihr auch entlassen, also beziehungsweise ich klinke mich aus. Ihr habt noch knapp 3 Minuten U-Boots-Perspektiven vor euch. Viel Spaß damit noch. Ich sage danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin und macht's gut.